Hallo zusammen! Das Wetter besserte sich, es wurde wärmer und ich bereitete mich sofort auf meine erste Radtour in diesem Jahr vor. Obwohl der Tag nicht sonnig war, war es warm genug und die Stimmung war perfekt. Der Zweck meiner Reise bestand darin, mehrere Orte im Taunus zu besuchen, von denen ich euch etwas später erzählen werde, und einfach an der frischen Luft zu sein und dem Trubel der Stadt zu entfliehen. Ich startete in Bad Homburg, fuhr zum größten Quarzitsteinbruch Europas, besichtigte dann die römischen Ruinen und bestieg einen kleinen Aussichtsturm in Bad Homburg. Insgesamt bin ich mehr als 30 Kilometer gefahren. Erfahren Sie mehr darüber in diesem Video. Und wenn Sie das Kanal noch nicht abonniert haben, stoppen Sie dieses Video und abonnieren Sie es. Damit unterstützen Sie meine Aktivitäten maßgeblich und das wird mich sehr motivieren. Der Taunus ist ein Mittelgebirge in Deutschland, in den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz. Im Norden der Rhein-Main-Ebene erhebt sich der bewaldete Taunus steil. Die Berge weisen viele Verwerfungslinien auf, aus denen entlang der Südhänge zahlreiche Minerale und Heilquellen entspringen. Die Grenze der römischen Besitztümer in Deutschland verlief durch den Taunus. Hier wurde eine schützende Befestigungslinie namens Limes errichtet. Es gibt den vorderen Taunus und den hinteren Taunus. Der vordere Teil des Taunus ist recht dicht besiedelt. Hier entstand bereits im 19. Jahrhundert an der Stelle von Mineralquellen Kurorte und Siedlungen, darunter Städte wie Wiesbaden und Bad Homburg. Das sind die Städte, in denen Fjodor Dostojewski lebte und arbeitete. In Wiesbaden schrieb er seinen berühmten Roman Der Spieler und in Bad Homburg gibt es im Park einen nach ihm benannten Weg, der zu einem Casino führt, in der er oft spielte. Auf dem Gebiet des Vordertaunus liegt auch die Stadt Frankfurt am Main. Im hinteren Taunus ist die Bevölkerung überwiegend bäuerlich und lebt überwiegend in kleinen Dörfern. Quarzitsteinbruch. Das ist die größte Quarzitmine Europas. Nur wenige Kilometer von Saalburg entfernt bietet die Aussichtsplattform Körperner Steinbruch phänomenale Ausblicke auf das riesige Bergbaugebiet. Das Gelände des Steinbruchs selbst darf nicht betreten werden, da die Gefahr einer Sprengung besteht. Aber wenn Sie zufällig dort gelandet sind, müssen Sie den Anweisungen folgen. Beim ersten Hornsignal müssen Sie sofort in Deckung gehen. Nach dem zweiten Signal ertönen zwei kurze Pieptöne, es erfolgt eine Explosion. Die nächsten drei kurzen Pieptöne des Horns zeigen an, dass die Sprengarbeiten abgeschlossen sind. Seien Sie vorsichtig. Вот такой разноцветный карьер. Здесь добывают камень. И что это такое красного или бордового цвета? Глина или что-то? Я понятия не имею. Вот, здесь небольшая смотровая площадка, на которой я пилюкал-пилюкал на велосипеде по холмам и наконец-то добрался. Это место называется Таунус, и находится оно недалеко от Бад Хомбурга, ну или здесь вот городок Зальбург. Таунус – это среднегорье, можно сравнить с Жигулевскими горами, небольшие, да, холмы, которые здесь вот по региону распространяются. И между этими холмами находятся небольшие маленькие городки, деревушки. Здесь живут люди, здесь очень спокойно. Kurze Information. Quarzit ist ein hochfester Naturstein mit einer breiten Farbpalette. Natürliche Schönheit und Haltbarkeit haben es zu einem hervorragenden Material für die Innenarchitektur, die Außendekoration von Gebäuden und den Denkmalbau gemacht.
Der berühmte französische Architekt des 19. Jahrhunderts, Louis Visconti, verwendete Purpurroten Schoschkin-Quarzit. Die Lagerstätte befinden sich in Karelien in Russland, um einen Sarkophag für Napoleon Bonaparte zu errichten. Römerkastell Saalburg. Saalburg liegt auf einer Höhe von 418 Metern über dem Meeresspiegel. Dies ist eine ehemalige römische Festung und die am besten erhaltene römische Stätte am gesamten Limes. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Limes ein Schutzgürtel römischer Befestigungsanlagen ist, der sich 500 Kilometer vom Rhein bis zur Donau erstreckt. Dieses historische Gebäude gehört zum UNESCO-Kulturerbe. Im Inneren der Festung befindet sich ein Museum mit seltenen Exponaten, Geschirr, Schmuck, Münzen, Werkzeuge, Skulpturen, Waffen und viele andere Gegenstände aus dieser Zeit. Anhand von Gebäudemodellen und ganzen Landschaften, Abbildungen und Texten können Besucher das Leben der alten Römer in Deutschland kennenlernen. Was mich betrifft, als ich durch alle diese Museen spazierte, Schmuck, Haushaltsgegenstände und Brettspiele von damals sah, all das ließ mich denken, dass die Menschen zu allen Zeiten gleich sind. Dann wollten sie auch gut aussehen, Schmuck tragen, sich in Gesellschaft entspannen, Spiele spielen und so weiter. Ich war auch erstaunt über den Brunnen, der 60 Meter tief war. Schließlich hätten sie das schon damals tun können, so tiefe Brunnen. Auf den Gefäßen sind Gesichter abgebildet, die als Schutz von dem bösen Blick und Schaden dienten. Man glaubte auch, dass Lebensmittel mit Hilfe von Gesichtern nicht so schnell verderben. Auf dem Gelände der Festung gibt's auch eine Taverne mit einem großen Auswahl an Gerichten. Ich bin mir sicher, dass dieser Ort beim schönen Wetter voll ist. Und meine Reise geht weiter mit einer 8 Kilometer langen Abfahrt zurück Richtung Bad Homburg.
Wow, das war eine sehr schnelle Fahrt. Ich kletterte auf einen kleinen Aussichtsturm und blickte von oben auf Bad Homburg. Ich fuhr durch Felder, die mir vertraut waren, da ich vor einigen Jahren in Bad Homburg lebte und radelte durch diese Orte jeden Tag zur Arbeit. Alle Standorte meiner Route findet ihr in der Beschreibung zu meinem Video. Es war eine sehr schöne und erlebnisreiche Radtour. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video mit Freunden zu teilen. Dadurch unterstützen Sie meine Tätigkeit. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund!